guten Morgen. Ja, guten Morgen auch an euch. Und der zweite auch noch. Guten Morgen. Ja, jetzt, wo alle erfolgreich begrüßt worden sind, viel Spaß, geht los und Abfahrt. Digga, denn ernst oder was? Und weiter geht's mit Motorrad auf der Landstraße. Alter, besonders viel gefehlt hat da auf jeden Fall nicht und ich glaube, das ist wirklich so mit die Horrorvorstellung eines jeden Motorradfahrers. Aber nur denn, passiert ja zum Glück nicht so oft, oder? 12 Minuten später. Der fährt uns hier fast auch noch vors Motorrad. Ey, das sind so Tage, da wäre man besser zu Hause geblieben. Hier zu diesem Video hier gibt es eine Vorgeschichte. Hier ist Tempo 100 erlaubt, die fahren wir auch ungefähr und wir wechseln jetzt nach links, aber das Problem an der Geschichte ist wohl... Ach, da am Schild habt ihr gerade schon die ganzen Lichthupen gesehen. Ja, von hinten kam halt einer an, der zu schnell gefahren ist. Und den haben wir durch den Spurwechsel behindert. Und ich denke, es ist klar, auch wenn der zu schnell gefahren ist, das sollte einem beim Spurwechsel natürlich trotzdem nicht passieren. Aber trotzdem sollte man ja meinen, okay, das war blöd, aber so weit, so gut. Trotzdem können ja jetzt alle normal weiterfahren. Denkst, natürlich können wir nicht normal weiterfahren. Dass das eilig hat, muss er dann wohl Postwenden irgendwie auch noch vergessen haben. Wir fahren jetzt hier gleich nicht mal mehr 60 km/h. Ja, nicht nur, dass Rache ja sowieso nicht in den Straßenverkehr gehört, der bremst ja nicht nur uns hier aus, sondern alle anderen Verkehrsteilnehmer, wie zum Beispiel den LKW hinter uns hier, wer gerade überholt hatten, dann gleich mit. Ganz ehrlich, kein Verständnis für sowas. Das Video hier, ich würde sagen, einfach mal wirken lassen. Wenn mich jemand fragen würde, wie ein unnötiger Unfall ausschaut, ja, ich würde ihm dieses Video hier zeigen. 1400 Euro Schaden. Und ich kann schon sagen, Glück im Unglück, nicht berührt. Ja, achten wir mal auf den Vordermann. Und kann mir irgendwer erklären, was der da gleich bitte tut? Dann wohl der Wunsch der Vater des Gedankens, so viele rote Lichter, da auf die falsche Ampel zu schauen, das musst du auch erstmal schaffen. Aber Stichwort Wünschen, Sternschnuppe. Darum würde ich sagen, wünscht euch was. Hier wüsste ich, was ich mir wünschen würde, dass der Ford-Fahrer doch bloß parken könnte. Also ich habe ja wirklich schon viele schlecht geparkte Autos gesehen, aber das ist echt weit vorne dabei. Hat der LKW noch grün oder schon rot? Rot. Das ist natürlich auch mal eine Möglichkeit, aber die Kreativität ist ja schier grenzenlos. Ja, sag ich doch. Der Einsender sagte hierzu, er wäre ausgewichen, weil der Bremsweg nicht gereicht hätte. Und ich frage mich, redet er jetzt ernsthaft von diesem Video hier? Aber wir können es ja tatsächlich mal ausrechnen. Unten habe ich die Geschwindigkeit eingeblendet und wir benötigen jetzt diesen Bereich hier, also 108 Meter, um von 150 auf 114 km/h abzubremsen. Das rausziehende Auto fährt übrigens 111 km/h. Das Ganze entspricht einer Bremsverzögerung von minus 3,75 Meter pro Sekunde zum Quadrat, um das mal verständlicher einzuordnen, dass es jeder versteht. Die Bremsleistung des Einsenders, die wir hier sehen, das ist eine Bremsleistung, die schlechter ist als mit einem Winterreifen auf einer geschlossenen, griffigen Schneedecke. Mit dem Unterschied, wir haben hier eine knochentrockene Autobahn. Leute, ihr müsst euch auch mal trauen, die Bremse richtig zu treten. Ich weiß nicht, warum so viele Leute das nicht können, aber das ist so unglaublich wichtig. Ich habe mittlerweile 3 Fahrsicherheitstrainings gemacht und wirklich in jedem Fahrsicherheitstraining waren Leute dabei, die zu Beginn des Trainings keine richtige Vollbremsung machen konnten. Warum auch immer, es ist so und ich verstehe es nicht. Leute, drum, wenn ihr euch irgendwo unsicher fühlt, bitte, bitte macht Fahrsicherheitstrainings. Für mich wäre es ja noch verständlich gewesen, wenn der Einsender sich hier einfach nur extrem verschätzt hätte. Es wäre immer noch komisch, aber okay. Aber er hat in dem Text zur Einsendung halt wirklich geschrieben, er sei ausgewichen, weil der Bremsweg nicht gereicht hätte. Spätestens wenn man sich das Video selbst nochmal anschaut, muss einem die Aussage doch eigentlich ein bisschen komisch vorkommen, oder nicht? Ich finde es auf jeden Fall eine bemerkenswerte Fehleinschätzung hier. Ja, Stunt-Taube, die macht das immer so.
Dieses eingesendete Video war ein bisschen kurz, aber ich kann euch sagen, es geht um die zwei da vorne links. Und was auch immer die da gemacht haben, immerhin scheinen sie sich tatsächlich nicht berührt zu haben. Ja, aber was nicht ist... Tja, das kann ja noch werden. Also mit den unnötigen Unfällen kennen wir uns heute wirklich aus. Die fahren sich ja halt wirklich mit einer Zielstrebigkeit in die Karre rein. Das ist einfach erstaunlich. Sind nicht gefedert, ne? Ja. Ja, da war eine Federung dran, aber ganz wenig nur. Das guck, war auch wieder bei Rot. Der Haken. Hat er das nicht gesehen, oder? Und warum sagte der Alex hier auch wieder bei Rot? Ja, wenn er selbst aus der Gegenrichtung kommt und da steht, Perspektivenwechsel, dann haben wir eine Abbiegeampel mit Pfeil und wenn die grün wird, muss die Abbiegespur halt zwingend rot haben, so funktioniert die Ampelschaltung. Aber funktioniert es auch, dass die Leute sich dran halten? Der ist aber auch bei Rot gefahren, der auch. Aber meilenweit. An einem anderen Tag, auch rot. Noch ein anderer Tag, auch rot. Der ist auch noch bei Rot. Nochmal rot. Aber rot durchgefahren. Rot. Das ist doch rot. Wieder rot. Rot. Das ist rot. Rot. Überraschung. Schon wieder rot. Also man könnte echt das Gefühl bekommen, die Leute fahren öfters bei Rot, als dass sie bei Rot anhalten. Was haben wir hier denn wieder Schönes? Eine vorbildliche Rettungsgasse. So dermaßen vorbildlich, da wird nicht mal ein Auto durchpassen. Von RTW oder Feuerwehr muss man ja eigentlich gar nicht erst anfangen. Aber vielleicht läuft es hinter uns ja besser. Na, da sieht man nochmal wieder perfekt, wie es nicht geht. Die Leute haben in diesem Stau hier wirklich noch Glück, dass der Verkehr zwischendurch wieder fließt. Denn wäre hier kompletter Stillstand, hätte man allein beim Rangieren schon echte Probleme, wenn mal Einsatzfahrzeuge kommen. So geht's dann noch irgendwie, das Auto kommt durch, wenn auch nicht gerade unglaublich teuer, wie wir hier am Bremsen ja sehen müssen. Aber Leute, die Rettungsgasse muss im Stau bitte sofort gebildet werden, nicht erst wenn die Einsatzfahrzeuge kommen. Sonst sieht das ganz schnell auch mal so aus, ja, und das muss doch bitte echt nicht sein. Aber gerne nutze ich dieses Stau-Horror-Szenario hier nochmal für die Gelegenheit, auf unseren Rettungsgassenaufkleber hinzuweisen. Zu Weihnachten bekommt ihr mit dem Rabattcode Weihnachten23 alle Rettungsgassenaufkleber in unserem Shop versandkostenfrei. Nebst unserem Standardaufkleber haben wir auch einen transparenten Aufkleber, der von innen in der Heckscheibe angebracht wird, sowie ein großes Schriftzugbanner. Schaut rein unter shop.dashcamdriversgermany.de, wie gesagt versandkostenfrei mit dem Rabattcode Weihnachten23. Alle Infos finden sich auch nochmal in der Videobeschreibung und angepinnt in den Kommentaren. So, Ampel grün, weiter geht's. Guck mal da. Aber Vollbier right drüber. LKW? Ja, drum würde ich sagen, Perspektivenwechsel. Jetzt sitzen wir mal im LKW und na, der geübte Zuschauer riecht bestimmt schon gegen den Wind, was jetzt gleich kommt, oder? Und ehrlich, das war schon wieder so dermaßen klar. Man hätte ja schließlich 2 bis 3 Sekunden Zeit verloren, wenn man hinterm LKW die Abfahrt genommen hätte, logisch. Zum Glück kann dabei aber ja niemals was passieren und bei einer Kollision hat unser LKW dann ja auch nur 15.000 Liter Mineralöl dabei oder so, komplett ungefährlich, weil im PKW ist man ja zum Glück absolut unverwundbar. Aber nur denn, mehr unverwundbare Helden gibt es jetzt bestimmt auch noch unten links in einer weiteren Folge und denkt an unsere Rabattaktion mit den Rettungsgassenaufklebern. Ansonsten kann ich nur noch sagen, danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.